Es war für mich keine Überraschung, weil ich es von allen drei wusste. Die Mitarbeiter oder Priester, die das Gespräch mit mir suchen oder wollen, mit denen habe ich auch Gespräche geführt, die haben sich auch mir gegenüber geöffnet. Und die Frage war immer, was sind die Rahmenbedingungen, unter denen sie gut ihren Dienst tun können. Es waren immer sehr vertrauensvolle und sehr konstruktive Gespräche. Von daher war das jetzt für mich keine Überraschung, aber ich glaube für etliche andere in unserem Bistum auch nicht. Also das Ziel dieser Arbeitsgruppe ist, nochmal erstmal den Kontakt herzustellen zu Menschen, zu queeren Menschen. Das heißt, vielfach besteht ja so eine Berührungsangst, weil man sagt, Kirche will uns nicht, wir zeigen uns nicht, wir versuchen unterm Schirm irgendwie zu bleiben. Also das erste Mal Kontakt herzustellen, eine Kommunikation zu etablieren und dann einfach zu fragen, was sind Formen, die zuträglich sind. Es geht ja nicht einfach immer um Sonderbehandlung, sondern einfach nur mal zu hören, was sind die Nöte, was sind die Anliegen, wo wir miteinander ins Gespräch kommen können, was Kirche für euch sein kann, aber was ihr auch für Kirche sein könnt. Es geht ja immer um gegenseitig. Ja. Es geht darum, wirklich auch Kirche ohne Angst zu sein. Und deswegen werden wir uns als Bistum Würzburg im Rahmen des Synodalen Wegs dafür einsetzen, dass die Grundordnung hier geändert wird. Dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bistum Würzburg, die sich als homosexuell outen oder auch in einer homosexuellen Partnerschaft leben, mit keinen Konsequenzen zu rechnen haben. Selbstverständlich sind die Priester an ihr Zölibatsversprochen gebunden.